Liebe Zuschauer von Grimm TV, heute sind wir Haus an der Trebel. Wollen wir mal reinschauen, was hier so los ist. Sind wir drauf gekommen auf die Madeleine. Die ist jetzt schon eine Woche bei mir Praktikum machen. Das ist jetzt, sind ihre letzten 3 Tage. Sie ist jeden Mittwoch ist sie hier und spielt ein bisschen und backt Kuchen und macht ein bisschen was. Jetzt erstmal Madeleine. Wie bist du auf die Idee gekommen, zu Grimm TV zu kommen? Ja, wir sollen ja ein Praktikum machen und da ich später mal was mit Medien studieren möchte, dachte ich, es wäre eine gute Idee, erstmal in Grimm TV anzufangen und ein bisschen zu unterstützen. Genau. Und du bist da drauf gekommen, dass wir jetzt hier mal herfahren. Genau. So, und jetzt gucken wir mal, der Chef soll ja auch da sein. Steht er schön am Fenster und guckt? Nein, steht er noch nicht. Aber wir gehen mal hoch, wir gucken uns das mal an. Genau. So, wir sind jetzt bei der Regionalabteilung. Ich sitze hier mit Herrn Hühnemörder und ich wollte Sie jetzt erstmal fragen, was genau ist das Haus in der Trebel? Hallo erstmal. Das Haus in der Trebel ist eine stationäre Pflegeeinrichtung für schwerst mehrfach behinderte Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Wir haben hier 48 Plätze im Haus und glaube wir auf 2 Wohnbereichen aufgegliedert. Und diese Wohnbereiche gliedern wir auch nochmal intern in einen Pflegebereich und in einen mobilen Bereich, weil wir natürlich Bewohner haben, die noch mobil sind und sehr aktiv sind und im Pflegebereich hauptsächlich rollstuhlpflichtige Bewohner haben, die auch künstlich ernährt werden und da irgendwo auch immer Gefahrenquellen bestehen, dass man da irgendwo meinetwegen auch an so einer PEG-Sonde manipulieren kann. Ne? Und das wollen wir natürlich unterbinden. Schwester Anja, erzählen Sie mir doch mal, wie geht das hier so, wie läuft das hier so ab, so Tagesabläufe? So. Also, wir fangen um 6.45 Uhr an zu arbeiten mit der Dienstübergabe bis um 7. Beginnen um 7 mit der Pflege. Zuerst werden die Kinder fertig gemacht, die in die Schule gehen, in die Werkstatt und in die Kita. Und dann so ab 9, halb 10, sage ich mal, sind dann so ein paar Angebote, Beschäftigung, Spaziergänge, sowas alles. Und dann gibt es Mittag, dann geht es zur Mittagsruhe und dann nach der Mittagsruhe kommen sie wieder in die Gruppe, werden wieder betreut, sag ich mal, entweder malen und naja, was es da so gibt. Da haben wir einen Wochenplan, danach wird dann gearbeitet und dann kommen ja, das Kindergartenkind kommt dann aus dem Kindergarten. Die Schulkinder kommen um 13 Uhr und ja. Ist das hier eine Einrichtung, die 2002 neu erbaut worden ist. Zugehörig dem Pommerschen Diakonieverein, der vielleicht bekannt ist. Wir sind ziemlich dezentral, ein sehr großer Verein mit, ich glaube, um und bei 740 Mitarbeitern. Aufgeteilt in 3 Geschäftsbereiche zum Beispiel. Geschäftsbereich Arbeiten, ist manchmal so selbsterklärend, so die Behindertenwerkstätten. Geschäftsbereich Pflegen mit stationären Pflegeeinrichtungen, Sozialstationen und Tagespflege zum Beispiel. Und der Geschäftsbereich Assistieren. Früher sagt man immer so Behindertenhilfe und Haus in der Trebel ist dem Geschäftsbereich Assistieren zugehörig. Und Sie machen auch Verhinderungspflege, oder? Wir bieten Urlaubsbehinderungspflege an. Das heißt, wir haben hier im Haus 2 Betten, die hauptsächlich von Elternteilen genutzt werden in den Ferienzeiten. Wenn die Angehörigen oder Eltern auch mal in den Urlaub fahren wollen und wir übernehmen dann die Pflege des Kindes. Genau, wo gehen denn die Kinder zur Schule? Die Kinder gehen nach Franzburg in die Sonnenblumenschule, werden vom DRK-Transport abgeholt um 7.30 Uhr und werden um 13 Uhr wieder gebracht. Gibt es ja auch eine Abteilung für Tagespflege? Nein, also hier, wie gesagt, im Ort nicht, also jedenfalls nicht zu unserem Angebot. Wir sind hier vollstationär und die Tagespflege ist ja ein teilstationäres Angebot und ist bei uns auch zum Geschäftsbereich Pflegen dazugehörig. Das ist unser Wochenplan, einmal für den Vormittag, einmal für den Nachmittag, von Montag bis Sonntag. Und ja, zum Beispiel, wir freuen uns an eine Tiergeschichte, gemeinsame Tischspiele, gemeinsamer Märchennachmittag, Lieder- und Geschichtennachmittag, die Bewohner im Haus besuchen, Spaziergang um das Haus, basale Stimulation, Körperwahrnehmung. Wir spielen mit unserem Lieblingsspielzeug, Kinderlieder, Seifenblasen, auf dem Wasserbett entspannen. Wenn so Geburtstage sind der Bewohner, dann wird das natürlich gefeiert. Dann
wird eine Kaffeetafel aufgebaut und dann gibt es Kaffeekuchen, ein bisschen Musik und sowas. Frau Bockmann, was machen Sie denn jetzt hier so genau? Wir haben zurzeit ein Gruppenangebot. Mhm. Alle Kinder sitzen im Kreis. Wir malen. Viele können das ja nicht alleine. Wir versuchen, den motorisch-funktionellen Bereich zu beüben, indem die Kinder mal einen Stift halten. Wir versuchen auch ein bisschen visuelles Training, dass sie sich wirklich eine Zeit lang auf unser Bild konzentrieren können. Ja, dabei bleiben wir natürlich bei kindlichen Motiven. Wir haben jetzt ja den Schneemann und die Sonne, das ist immer so das Wichtigste im Winter. Kleine Schneesterne und wenn die Kinder dann richtig gut drauf sind, dann ist es auch eine richtig fröhliche Runde. Genau, no? Kann mir vorstellen. Und dann singen sie auch mal zu Weihnachten oder machen solche Angebote? Na, wir haben ja 3 soziale Betreuungskräfte nach § 87b bei uns. Ich bin als Ergotherapeut eingestellt. Wir haben Heilerzieher im Haus. Und jeder macht seine Angebote nach Plan. Ne? Und wir haben Singegruppe, wir haben Frühstücksgruppe, wir haben einen Mittagsbereich, wir haben Spaziergänge, wir sind im Wasserbett. Jetzt habe ich gleich keinen Zopf mehr. Wir sind liegen auf dem Wasserbett und können uns da ganz perlig entspannen. Heute waren schon einige Kinder im Bällebad bei ganz leiser Musik und ja. Und das sind recht vielfältige Angebote und auch recht viele Angebote. Und die Kinder nehmen das gut an und auch unsere jungen Erwachsenen nehmen das gut an. Und das klappt eigentlich ganz prima, ja. Toll, ist jetzt hier Praktikantin. Genau, von der beruflichen Schule in Stralsund, 2. Lehrjahr, Sozialassistentin. Ja, und das ist mein Pflegepraktikum und jetzt bin ich halt hier in diesem Heim. Ganz toll. Und macht dir das so Spaß hier? Ja, also es war zum Anfang eine kleine Überwindung, weil das erste Mal so Pflegepraktikum mit so einem Klientel. Aber es macht Spaß und ist interessant. Ja, in der ersten Woche war das natürlich so, ich habe geguckt, beobachtet, so wie das hier so abläuft und dann nachher mit den Tagen wurde das auch besser, wurde sicherer, indem ich es mache. Und, ja. Und genau. Was möchtest du jetzt genau werden? So. Also ich mache danach, nach dieser Ausbildung, die Ausbildung zum Erzieher. Und, aber ich finde es trotzdem interessant, mal in diesem Bereich, im Heilerzieherbereich zu sein und einfach mal zu gucken, wie das so ist, der Tagesablauf. Und, ja. Ja, also empfehlenswert. Genau, auf jeden Fall. Die Arbeit ist schön hier und ja, für jeden gut. Und welche besonderen Veranstaltungen machen Sie jetzt so mit? Vielleicht Theater oder? Also, wir nehmen an den Veranstaltungen teil, die so angeboten werden, wie Märchen im SOS Kinderdorf. Dann nehmen wir jedes Jahr am Martinstag teil. Da fahren wir mit der Kindertagesstätte Kinderkahn. Da wurde gegrillt und Kuchen. Da gehen wir dann von hier hin und dann gehen wir in die Kirche. Dann fahren wir einmal im Jahr auf Ferienfahrt mit einigen Bewohnern. Letztes Jahr waren wir in Berig im Ostseebad. Das hat uns sehr gut gefallen. Fahren wir dieses Jahr wieder hin. Schön ist der Kindertag. Da gehen wir auch zum Tierpark, genau wie alle anderen Kinder in Grimm. Und besuchen den Bürgermeister, der immer so schön kocht. Und dann nehmen wir auch an einen Veranstaltungen dort teil und es macht auch ganz viel Spaß, ja. Das ist schön. Im Hansapark waren wir auch schon. Ja. Zweimal? Dreimal? Dreimal sogar schon. Ja. Dann fahren wir morgens los und dann geht es in eine Karussell. Ja. Zirkus macht viel Spaß. Letztes Jahr haben wir die Kirche in der Mien besucht und die Marienkirche in Greifswald. Da waren dann jeweils zu diesen Besuchstagen Angebote. Beim Turmsingen haben wir auch mitgemacht und zugehört, das hat auch viel Spaß gemacht. Ja, und ansonsten wirklich, also wir sind auch wirklich mobil und ja, wo was los ist, da sind wir auch. Nicht mit allen, aber mit einigen. Und jetzt hier im Zimmer von Leander. Genau. Genau, das ist ein Einzelzimmer. Wie viele Einzelzimmer haben Sie? Wir haben auf dieser Seite 2 Einzelzimmer. Das und hinten noch eins, ja. Und sonst 2 Bettzimmer. Genau. Und erklären Sie doch mal oder zeigen Sie mal, was ist jetzt hier so ein bisschen besonders? Ich denke mal, diese Pflegekinderbetten, ne? Die sind ja, glaube ich, nicht so. Die sind ja sehr kindgerecht, sag ich mal. Wenn der Bewohner drin liegt. So, legen wir mal rein. Ja. So. Kann man natürlich den Gitter hochmachen. Sieht halt auch ein bisschen niedlich alles aus. Ist auch so niedlich gemacht hier. Ja.
Viel Spielzeug. Und ansonsten wird individuell auf die Bewohner eingegangen, was ihnen halt gefällt, so wie er mag halt, was sich bewegt und so Lichter hat. Noch schöner natürlich, wenn das auch Musik macht und sowas. Ja, meistens hat jeder auch Radio, CDs, sodass sie auch abends dann nochmal eine Geschichte hören können, wenn sie krank sind. Ja. Und dann. Ja, da ist sie. Ja, was ist da? Ei. Also richtig spielen können sie ja nicht, sag ich mal. Alles was so Lichter und Geräusche und da reagieren sie dann schon. Eher besonders. Wir haben ein Zweierzimmer und wir sind schon hier im Hochbett. Wofür ist das? Hier wohnt Jessie, da wohnt Vivi. Jessie hat ein Hochbett, das ist von innen ausgepolstert, weil sie starke Autoaggressionen hat. Und wenn das eben nicht wäre, würde sie sich selbst verletzen. Und das toleriert sie sehr gut. Und ja, so ist halt jeder individuell und hat jeder sein, was er benötigt, sag ich mal, um auch Verletzungen und zu vermeiden. Okay, wir sind jetzt hier bei der Physiotherapie, bei Frau Karl. Und ich wollte mal fragen, was machen Sie hier so genau? Ja, wir haben ja hier die Bewohner, die ja dann mehr oder weniger Einschränkungen haben im Bewegungsapparat. Und da versuchen wir natürlich, das, was möglich ist, zu erhalten und das, was gefördert werden kann, auszubauen. Ja, und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Die Angebote sind jetzt so täglich. Es kommt auch die Ergotherapie dann mit her, eine Kollegin, die macht dann die Bobbert-Behandlung bei den Kindern. Ja, und das hier ist unser kleiner Sonnenschein. Ne? Und mit welchen Mitteln machen Sie das so? Ja, die Mittel sind ja recht unterschiedlich in der Physiotherapie. Mhm. Wir haben ja Lagerungsmaterial dann eben in den Räumen und auch hier. Wir haben die Deckenlifter, die uns natürlich auch sehr entgegenkommen. Und ansonsten die Plexibälle oder wie gesagt Lagerungsmaterial. Das ist schon ganz gut, dass die Patienten auch aus dem Bett raus können, ne, die Bewohner. Unten ist die Sinneshöhle. Das geht dann so nach Tagessituation, ne? Das kann man ja dementsprechend dann auch mit auswählen. Wir nutzen auch den Außenbereich. Eben, ne? Genau. Ja. Was haben Sie da im Außenbereich? Im Außenbereich, ja, da haben wir dann natürlich auch die Schaukel. Das ist für einige Kinder auch, ja, richtig optimal. Ja, zuerst wollten wir eigentlich nur etwas spenden, doch aus dieser Spendenaktion wurde ganz schnell eine AG. Und so gehen jetzt Nele, Angie und ich, Madeleine, aus der 10. Klasse des Grimm-Gymnasiums jeden Mittwoch zum Haus in der Trebel und beschäftigen uns mit den Bewohnern. Wir malen, wir singen, wir basteln, wir gehen spazieren, wir lesen was vor. Wir haben auch letztens was gebacken, das hat auch sehr Spaß gemacht. Und ja, zusammen mit unserer Schulsozialpädagogin, Frau Fanrich, haben wir dann eigentlich einen Weg gefunden, den Mittwochnachmittag ja, schön zu verbringen. Es macht Spaß, es war am Anfang vielleicht noch etwas schwierig, aber man findet sich da gut ein und wir sind wirklich sehr gerne jetzt da. Ja. Genau, und Sie kommen auch ab und zu mal runter und betreuen mit? Ja, auf jeden Fall. Also betreuen mit ist jetzt übertrieben, aber natürlich halte ich den Kontakt zu Bewohnern und Mitarbeitern und dass wir da auch täglich in Gesprächen sind. Wie gesagt, gibt es was Neues? Wie ist der Zustand der Bewohner? Also das sind dann diese typischen Fragen, die ich dann natürlich auch stelle. Ne, und wenn ich dann mal gerade irgendwo klein sehe und den dann auch mal tragen darf, dann übernehme ich das natürlich auch gerne.